Hallo, Christian Freiesleben, Fachhochschule St. Pölten. Auf den letzten Metern in Richtung zum Online-Tag der Lehre der Fachhochschule St. Pölten, der nächste Woche dann stattfinden wird, also genauer gesagt am 22.10. Und in der Mitte dieses Tag der Lehre haben wir uns was ganz was Besonderes ausgedacht, nämlich eine Online-Zukunftswerkstatt. Und Monika, was ist denn eine Zukunftswerkstatt? Wow, das ist das Coolste, was es überhaupt gibt, Christian. Ja, da werden wir in drei Phasen wirklich die Welt neu erfinden. Und dazu werden wir einfach die ersten Ideen umarmen und loslegen, dass was Gutes wird. Genau, und Iris, was ist die Überschrift für unsere Zukunftswerkstatt? Die Überschrift ist hybrides Lernen und Lernen und das Weiterentwickeln. Was wollen wir denn da noch weiterentwickeln? Naja, unsere Erfahrungen. Wir bauen doch auf unser Erfahrungswissen auf. Wie geht's uns denn damit? Und was verstehen wir unter hybrides Lernen? Wir verstehen unter hybrides Lernen, dass wir verschiedene Räume nutzen und dort alle Möglichkeiten, die uns digitale Tools bieten, die uns der Raum als physischen Raum bietet und die möglichst miteinander zu verwenden. Weil wir gehen schon davon aus, dass es uns möglich sein wird, auch eben auch wieder in den schönen Räumen unserer Fachhochschulen und Universitäten zu arbeiten und dann einfach mit diesen Aspekten, die wir aus dieser wunderbaren Phase jetzt in unserem Alltag mitbekommen haben, dort zu arbeiten. Genau. Und Monika, eine Phase ist zum Beispiel die Visionsphase. Was machen wir denn bei den Visionen? Ja, da legen wir einfach los. Wir legen los und spinnen, was das Zeugs hält. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass Sie sich nachher darauf einlassen und wir zu dritt eben oder zu 20. oder zu 100. hier einfach die Welt neu erfinden. Genau. Und in der Konkretisierungsphase machen wir dann was, Iris? In der Konkretisierungsphase nehmen wir all diese tollen Ideen auf, die wir nämlich vorher gesammelt haben, und werden uns dann überlegen, was wir davon wirklich konkret umsetzen können. So ist es. Genau. Also wer beim Tag der Lehre schon dabei ist, angemeldet hat, unbedingt bei der Plenumsession dabei sein. Wir werden natürlich den gesamten Prozess dieser Zukunftswerkstatt auch digitalisieren und verfügbar machen, damit alle auch im Sinn von Public Domain und Creative Commons und Open Educational Resources damit weiterarbeiten können und diese Welt vielleicht doch noch zu einem etwas besseren Platz machen können. In diesem Sinn freuen wir uns auf den Online-Tag der Lehre und auf die interaktive Session mit der Monika Wyss und der Iris Wanner, freiberufliche Hochschuldidaktikerinnen und mir, Christian Freiesleben, Fachhochschule St. Pölten. Bis dahin, alles Gute, Baba, Servus.